Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Herzlich willkommen zum Video, die geilste Streak aller Zeiten. Sie könnte so heißen, ich weiß es nicht, Freunde. Und zwar geht es um Folgendes. Bevor ich dazu komme, ganz kurz. Ich habe mich in diesem Video It's Shacks genannt. Das hat sich jemand gewünscht. Der Unterstrich konnte ich leider nicht machen. It's Shacks war der Typ, der mich damals kurz vor der Triple Nuclear geholt hat in Black Ops 2. Deswegen bin ich heute selbst mal als It's Shacks unterwegs. Ihr könnt mir gerne weitere Vorschläge in die Kommentare schreiben. Leider dann aber erst wieder zur Vollversion möglich, weil das ist wahrscheinlich das letzte Video, was ich in der Beta schaffe, weil ich nehme das Ganze auf Montag um 18 Uhr und um 19 Uhr ist die Beta ja leider auch schon wieder offline. Es soll heute um die geilste Streak aller Zeiten gehen. Wir gucken jetzt mal gemeinsam rein, welche Streaks es bisher so gibt. Ich hoffe, dass das irgendwann mal die geilste Streak aller Zeiten wird, aber bevor wir jetzt zur verbesserten Drohne kommen, die es leider in der Beta nicht gibt, ist für mich das hier nicht die beste Streak, auch nicht die beste Streak. Die beste Streak ist der VTOL Jet. Ich habe in Modern Warfare 2 den Harrier vergöttert. Das ist für mich immer noch die geilste 7er Streak aller Zeiten. Und auf der 8 gibt es jetzt hier den VTOL Jet, Freunde. Zu krass. Ihr habt erst den Luftschlag, dann habt ihr noch die helikoptermäßige Funktion, dass er sich halt dreht. Er macht genauso viele Kills wie der Elva Heli. Es ist kein Unterschied, aber du hast eben auch den Luftschlag davor und du kannst ihn dazu nutzen, weitere Streaks aufzubauen, wenn du mit Abschusskette spielst. Und damit spiele ich sehr gerne. Das ist eins meiner Lieblingsperks. Deswegen ist mein Setup folgendes: der Marschflugkörper, um quasi die Streak aufzubauen. Dann hier relativ schnell den VTOL zu bekommen. Der VTOL macht dann easy die Kills für die Helikopterunterstützung und schon hat man geile Streaks oben. Ich finde auch, VTOL Jet ist auch ein so geiles Wort einfach. Es ist einfach die vollkommene Streak, Freunde. Ich freue mich so krass. Ich finde generell, Streaks haben sie in dem Spiel richtig geil gemacht. Ich könnte hier nochmal kurz das einblenden und zwar habe ich eine Umfrage gemacht, welche Modi euch am meisten Spaß machen auf Twitter und es kam tatsächlich raus, hätte ich nicht gedacht. Bei mir macht einfach Bootkrieg am meisten Spaß, dass 6 gegen 6 euer Favorit ist. Deswegen werde ich dann, wenn die Vollversion draußen ist, wieder sehr viel 6 gegen 6 spielen. Aber heute noch einmal Bodenkrieg, weil sich das einfach nochmal 1000-mal mehr dazu eignet, euch die Streaks zu zeigen, wie gut die funktionieren. Jetzt haben wir lange gelabert, Mond ist schon fusselig und jetzt viel Spaß bei der Runde. Let's go. Ich hätte echt mit einem anderen Resultat lustigerweise gerechnet, weil ich so krass selber Bodenkrieg feier, Mann. Ich weiß gar nicht, warum ich so hart feier. Ich check's nicht. Man kann irgendwie so viele Kills machen, keine Ahnung. Ich find's einfach nice. Ich mochte auch Battlefield 3 damals mehr als Modern Warfare 3, als es rauskam. Ich hatte damals nur Geld für eins und habe mich dann für Battlefield entschieden. Also das zeigt ja schon mal so einige. Aber Freunde, wir gucken einfach mal, was jetzt hier so abgeht. Ich habe mir jetzt mal die M4 eingepackt, auf ganz entspannt. So, kann bitte jemand in den Helikopter einsteigen? Keiner will selber fliegen. Jetzt ist er voll. Ich habe so ein Pech im Leben. Ich habe so ein scheiß Pech, Mann. Ja, da wollte jemand auch mal ganz schnell durchrushen und jetzt bin ich sowieso tot vom Panzer in 3. Ne, Panzer fährt einfach weiter. Ehrenmann, perfekt. Und dann noch andere Maps sind schon eine Traumvorstellung. Also wenn man dann auch noch quasi so eine kleine Map-Variation drin hat, dann bin ich komplett hyped auf den Modus hier. Aber natürlich will ich, dass wir alle gemeinsam Spaß haben. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, für uns 6 gegen 6 viel interessanter, ja, dann ist es halt so. Kann ich voll verstehen. Ich weine vielleicht, aber ich kann es verstehen. Ist hier noch ein Gegner? Ist die Lobby gecrashed? Wie, jetzt kommt einer hinter mir. Er ist so runtergefallen. Ich versuche gerade relativ entspannt den Marschflugkörper zu erreichen, weil ich euch zeigen will, wie man damit quasi den VTOL ziemlich schnell schaffen kann. So, jetzt haben wir den Marschflugkörper. Frage ist, jetzt spawnen die nochmal hier? Weil wenn ja, dann kann ich hier noch nicht... Ja, ich muss jetzt hier noch bleiben. Nice. Gucken wir jetzt mal, ob wir einen Kill damit kriegen. Das Ding ist, ich habe keinen Geist in der Klasse. Also wenn ich zwei Kill... Okay, da sind nirgendwo Gegner in der Nähe. Perfekt. Da oben ist meine VTOL. Wartet auf mich. Perfekt. Nice. Dankeschön, Jungs. Korrekt. Nein, der andere ist nicht gestorben im Panzer. Komm, ich brauche jetzt noch einen Kill, Mann. Komm mal klar jetzt hier. So, zack, geht doch. 200er Prezi. So, jetzt haben wir VTOL Jet. Und jetzt können wir uns eigentlich den Heli gar nicht mehr nehmen lassen, weil wir den VTOL jetzt einfach da draufhauen. Der macht jetzt auf jeden Fall seine Arbeit. Nope. Und das ist unglaublich. Habe ich trotzdem die Streak bekommen, den Heli? Ich glaube, ich habe ihn trotzdem bekommen. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's ja nicht. Warte mal. Nerv! Wo kam der Typ her? So, jetzt ist der VTOL am Start. Gucken wir mal, ob er jetzt abgeht. Ihr merkt es, guck mal, jetzt zack, der erste Kill ist schon da. Der nächste Kill ist da. Ich hätte jetzt schon längst Heli gehabt. Und genau dann kommt natürlich irgendein Random daher. Ich habe eine 17er KD. Ich mein, in welcher Ecke sitzen sie? Ja, natürlich. Oh, nicer Spawn, korrekt. Hey, was ist das? War das der VTOL? Alter, das ist ja wirklich geisteskrank, wie der Wallbang. Das ist ja mal komplett gebalanced, Kappa.
Nein, 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 bitte nicht. Hör einfach auf mich zu schießen. Er hat wirklich aufgehört, Ehrenmann. Okay, wir haben wieder Marschflugkörper. So, versuchen wir einfach mal drei damit zu holen. Wo könnten denn hier drei Leute sein? Außer in den Häusern natürlich. Oh ja, es war so, es war Perfektion. Okay, Vitor können wir gerade nicht raus. Okay, Moment. Ja, es war so klar, der Typ mit dem längsten Namen der Welt kommt. UCD 28177142. Ach. Oh, das ist natürlich das Ding, wenn du keinen VTOL raushauen kannst, weil wir schon zu viele haben. Ich sage mal, vier VTOLs und Helis in einer Runde sind 100 plus im Bodenkrieg. Das könnte ein geisteskranker VTOL werden, Freunde, weil alle sind bei A und das ist die offenste Fläche. Guck mal, wie viel Kills er macht. Okay, bis jetzt geht dieser VTOL noch nicht so ab, aber es dauert eh immer ein bisschen, bis es losgeht. So, jetzt hat er mal einen Kill gemacht hier. Ist er schon down? Oh, er ist down! Okay, das ist natürlich auch kacke, wenn das passiert. Blöchen. Jetzt holst du mal einen weg zu degeln, Alter. Ich habe, glaube ich, nur seine Ausrüstung getroffen. Oh mein Gott, hätte ich ihn geholt, Alter. So. No way. Er war schon weak. Und ich gebe ihm noch einen Deagle-Hitmarker. Was? You're welcome. Oh, Leute, perfekt, diese Seite zu spawnen. Komm, lass mich beim Heli ankommen. So, steig ein. Wie er direkt gestartet ist. Wir sind nur zu zweit. Er wartet gar nicht auf die Teammates. Geil, Alter. Hat zwei geholt, da ist noch einer direkt. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich konnte nicht weg, weil der Typ laggt, Alter. Nein, nein, nein! Ich wollte nicht hier spawnen. Oh, ciao. Ich höre ihn doch, er ist direkt vor mir. Wenn jetzt noch einer bei E spawnt, dann raste ich aus. So, Marschflugkörper, wir brauchen zwei Kills. Wir kriegen aber nur einen. Panzer hinter mir. Jawohl, das war so big, diesen Kill abzustauben. Oh mein Gott, war das big. Sauber. So, jetzt gucken wir mal, ob... Natürlich. Was auch sonst. Natürlich kann ich ihn nicht raushauen. Jetzt kann ich raushauen. Er muss jetzt nur drei Kills machen. Einen haben wir schon. Wir warten jetzt einfach ganz gechillt auf unseren Heli. Komm, VTOL. Einen haben wir, komm, noch einen. Ich weiß, es ist billig, aber ich wollte es einmal zeigen. Er gibt nur Hitmarker. Ja, endlich. So, jetzt haben wir den Heli. Mein Gott, endlich konnte ich es zeigen, ey. Das gibt's nicht. Was? Mein Heli wurde, glaube ich, schon gegeiert, ne? Ich glaube, das ist in dem Modus das Schlimmste. Die geiern, glaube ich, einfach alle die Streaks. Weil es halt so einfach ist. Ja, Sniper, Ehrenmann. Das ist doch so frech. Im eigenen Spawn hängt er da. Schön. Schön. Hätte der Typ mich jetzt noch damit geholt. Ich wäre nicht mehr klargekommen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob sich Abschlussserie richtig lohnt, weil man halt keinen Geist in der Klasse hat. Ne? Man hat keinen Geist und dementsprechend kann man halt natürlich nicht viel machen. Genau so muss es sein, Freunde. Genau so muss es laufen. Was ist das für ein Spawn? Das gibt's nicht, wo er sitzt, Mann. Das kannst du doch gar... Was ist da gerade passiert? Nein, ich komme hier nicht weg. Oh mein Gott, es war eigentlich so schön, aber einer zu viel. Oh mein Gott. Ja, du bist meins. Ich bin tot von hinten vom Panzer. Außer er choked. Jetzt zum Beispiel bringt der Marschflugkörper nichts, leider. Ja, ich ziehe durch. Sollen die hier ruhig weitermachen? Ich gehe zu E. Ne, jetzt spawnen die wieder hier oben zu 100. Ja, also dieses hier oben im C-Haus rumgeiern, das ist halt komplett frustrierend. Das macht halt auch wirklich keinen Spaß. Und ich werde gediegelt. Oh, nee. Das wäre zu lächerlich gewesen. Wie der Panzer sucht mich, Leute. Ja.
Okay, Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn ihr auch die Vital-Einheit feiert, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass die Vollversion jetzt schnell kommt. Ciao, ciao.